Bach Präludium und Fuge C-Moll, fast noch kindlich gespielt, aber doch immer eine beachtliche Leistung für jemanden, der ja, wie ich damals noch im Gymnasium, würde man sagen, studierte und nicht so viel Zeit zum Üben hatte. Ich glaube, ich war 13 oder 14. Und dann habe ich auch sehr kindlich, aber technisch schon beachtlich und auch musikalisch beachtlich, wenn auch rhythmisch noch lange nicht so, wie es sich gehört, die Waldstein-Sonate gespielt. Heute bin ich da viel, viel strenger und anspruchsvoller. Das heißt, man muss sich einfach mehr noch an den Willen des Komponisten halten. Dann, was haben wir noch? Die Ziehharmonika-Stücke. Ich habe ja an anderer Gelegenheit über meine Entdeckung dieses Instruments gesprochen, des Akkordeons. Und ich hatte eine hervorragende Lehrerin, Hertha Geisel, die früher Pianistin gewesen war und die mir den Respekt vor diesem Instrument beibrachte. Ein Instrument, auf dem man eben unglaubliche dynamische Möglichkeiten hat und auch den Ton mit einigen Registern färben kann. Ich glaube, die paar Beispiele zeigen eben, dass die Ziehharmonika, wie wir es in Wien nennen, doch auch zu höheren künstlerischen Zwecken gebraucht werden kann. Die Transposition für Akkordeon von der Ouvertüre Rossinis La Gazza Ladra, die diebische Elster, habe ich selbst gemacht nach einem Klavierauszug. Und ich glaube, es ist erstaunlich, wie es mir gelungen ist, die Italianità da herauszubringen. Nicht zuletzt, weil ja das Akkordeon in Italien sehr oft natürlich gespielt wird, auf Plätzen und bei Festen und Veranstaltungen. Das ist eine Aufnahme, über die ich staune, weil die technischen Anforderungen immens hoch sind. Und damals gab es natürlich nicht wie heute die Möglichkeit, drei oder vier Takes zu machen, sondern man spielt es einmal und das war's. Und wenn man das hört, wird man auch die paar kleinen Schnitzer verzeihen.